und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Wir sind beim letzten Mal hier in Avernus stehen geblieben, in der Kathedrale bereits. Und ja, wir marschieren jetzt hier raus. Wir werden hier einmal ganz kurz hier... Hey, Victor! Warum beschäftige ich mich überhaupt mit diesen Viechern hier? Ich weiß gerade noch nicht mehr, in welche Richtung wir gerade gehen müssen. Ich glaube, wir müssen am Ende eh in beide. Okay. Ja, war's nicht. Hi. Ah, okay. Nebengang. Okay. Es werden jetzt viele Schalter, viele Türen, viele Teleporter kommen. Hallo. Und ich werde sie alle ignorieren. Also, nicht die Schalter, sondern hier die... Gott, ich hasse es. Ich liebe diese Kathedrale, aber ich hasse es. So. Ach, das war eine Kralle von... Salem. Jetzt muss ich gucken. Da ist offen, da ist so nicht offen. Also muss ich hier hinein. Oh, Tachchen. Okay, rechts. Also zurück, Marsch. Hallo, in die andere Richtung bitte. Ja, Salem, deine Kralle da, ne? Der liegt hier gerade ganz komisch auf dem Stuhl. Immer ist das der mittlere. Oho! Knapp daneben, ist trotzdem vorbei. Okay. Ja. Lass mich! Ich muss hier von meinen Sünden gereinigt werden. Mal. Ja. Jetzt sind wir richtig. Dachchen! Wir müssen eigentlich nur die mittlere Tür aufkriegen. Dafür müssen wir einen riesen Umweg gehen. Mach ich jetzt mal extra kein Bild. Oh, hier. Ja, klar. Sag mal. Also. Unmöglich. Was trifft du uns auch einfach? Ach. Unten. Hier hin. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren, übrigens. Mehr magische Kraft, das ist super. Brauchen wir. Schlimmste ist, ich bin durch meine Fantasy gerade schon so leicht verwirrt hier. Also es gibt hier quasi so eine normale Welt und dann gibt es hier so die... Ha! Er hat mich trotzdem getroffen, aber... Sag mal. Was ist das denn hier? Werde ich denn hier eigentlich so gemobbt? Jetzt müsste der Mittelgang offen fahren. Ja. Mittelgang ist. Ja. Dachchen. Jetzt in der Dunkelheit, das ist sehr schön. Da muss ich... Zurück. Ach, was laufe ich denn nach unten? Okay, hat mal wieder nicht geklappt.
Also, warte, hier ist ein Teleporter, der kann ich hin. Weiß es gerade nicht. Kann ja mal gucken. Wieder zurück, Marsch. Dann verarscht. Ach, ja, okay. Ach, dieses ewige Hin und Her. Die haben es nicht gerade spannend gelöst. Es ist cool, ja, aber es ist nicht spannend. Muss ich gerade kurz gucken. Sehr gut, genau hier wollte ich rein. Speichern. Speichern ist mein bester Freund. Und nein, keine Angst, wir sind noch nicht am Ende von Evernos. Das geht doch ein bisschen. Ja. Eureka. Ich freue mich. Das ist so toll, das ist toll. Das ist toll. Ich liebe es. Oh, da ist so Leben. Das nehmen wir mal mit. Und nun geht es hier entlang. Jetzt kommt, glaube ich, meine Liebste. Eine meiner Liebsten. Natürlich kommt das hier wieder. Das hier kann man so ein bisschen mit Himmel und Hölle vergleichen. Ihr merkt ja, dass Kane immer oder immer mehr Probleme kriegt, diese Stufen überhaupt hochzusteigen. Runter geht relativ schnell, aber hoch nicht. Er braucht für die Treppe hoch sehr viel länger. So, und das Ganze liegt halt ein bisschen, zumindest habe ich halt selber die Vermutung, dass es halt so ein bisschen fern liegt, dass es halt schwer ist für einen Vampir zu kommen. Und das denke ich mir, dass halt. Ich kann es halt nicht. Ich kann es nicht so gut erklären, wie ich es gerade möchte. Ich meine, vielleicht versteht ihr ja auch einfach, was ich meine. Dann halt. Der Auftrieb nach oben schwieriger ist. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Ja, aber trotzdem mal. Dank. Ja. Einfach mal links lang gehen. Was nämlich. Was da links ist, oder was da eben nicht ist. Wenn da Leben oder sonst wie es ist. Bin nichts für. Ja! Mann, bin ich gut. Nein, ich wusste es tatsächlich nicht mehr. Ich hatte nur noch so die vage Vermutung. Die Eisflächen sind hier gerade recht cool. Da brauche ich ja. Hallo? Die Plattform. Sollten wir hinkriegen? Oh, ja, Kane hat immer mehr. Also, Kane hat immer mehr Probleme hier hoch. War langsamer.
Anfangs dachte ich tatsächlich, das wäre ein Problem am Spiel selbst. Aber tatsächlich nicht. Ich denke, es hat tatsächlich seine Bewandtnis, warum das so. Warum das so ist. Hey, Victor! Ich nehme mal kurz ein Herz zur Dunkel. Oh, alter Vetter. Ja, Marsch. Wir haben es fast geschafft. Nur ein kleines Stück. Bin ich echt minimal wieder verwirrt. Ich hab jetzt gerade keine Ahnung. Irgendwann finde ich den richtigen Weg, keine Angst. Auf jeden Fall werden wir wieder zurück teleportieren. Ja. Erstmal. Jetzt. Mit der Zeit verschwimmen selbst Erinnerungen an Legenden. Der Ursprung des Seelenräubers ist schon seit langem nicht mehr bekannt. Sein Zweck ist aber immer noch derselbe, sich an den Seelen der Kreaturen zu laben, die davon getroffen werden. Der Seelenräuber und ich, wir sind vom selben Schlag. Ja, und das da kann ich tatsächlich mal erklären, denn der Seelenräuber, übersetzt Soul Reaver, was jetzt so halt auch die Relevanz der anderen Teile so ein bisschen erklärt. Der Seelenräuber ist eine vampirische Klinge. Seelenräuber. Problem ist, ich würde sie gerne tragen. Wir werden sie auch tragen. Wann? Problem ist halt, dieses Schwert verbraucht Magie. Ich weiß gar nicht, wenn die Magie leer ist, kann es auch sein, dass es sich aufs Leben auswirkt. Bin da nicht hundertprozentig sicher. Und es ist ein Zweihänder, das heißt, wir können währenddessen auch keine Magie ausüben. Deswegen behalte ich erstmal weiter das Flammenschwert. Aber das Soul Reaver ist die mächtigste Waffe in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob man sie auch verpassen kann. Ist wahrscheinlich. Aber ich liebe den Soul Reaver. Das hier ist er ja nicht, aber einfach nur, weil ich gerade nicht genug Magie habe, um es demonstrieren. Runter, raus. Da ist er. Auf dem Boden. So. Dann speichern wir hier nochmal. Nach den Torturen, die wir da gerade überstanden haben. Elendiges Teleporter-Rätsel. Aber ich glaube. Huch, nein. Speichern. Ich habe gerade nur Cent. Also nach diesen ewigen. Also die Spielerei ist für solche Rätsel bekannt. Für den Teleporter, aber Kistenschieberätsel unter anderem. Nö. Gar nicht. Nach hier. Das will ich hier doch rein. Also ich glaube, also ich meine, ach so, ja, hier haben wir jetzt auch noch einen, ich glaube, ich meine, das ist der Anfang. Warte mal gucken. Doch was? Surprise, surprise. Ich glaube, das hier was. Überlegen, ob das von der ich denke, dass sie das gerade ist.
Also in der Mitte geht's, meine ich. Okay. Dann irgendeinen Zauber anwenden. Ja. Muss ich in der Tat einen Zauber, den ich gerade nicht mehr im Inventar habe. Oh. Ich hab gedacht, wir brauchen den nicht mehr. Ja. Hallo. Energieblitz. Ja, lass mich raus. Na klar, dass das der Energieblitz ist. Nein. Ja. Ja. Gut. Das hier kann man dann, ja, quasi jetzt die Hölle bezeichnen. Also, da wo das Sorry war, das war so quasi der Aufstieg zum Himmel. Könnte man das so... Oder die Fahrt zum Himmel. Hier geht man halt nach unten. Ja, das ist es. Das ist genau das. Okay. Ja. Dann hab ich's sogar richtig erklärt. Hier sind wir jetzt in der Hölle. Also wir sind vom Himmel in die Hölle gekommen. Und diesen Abstand mag ich jetzt nicht sonderlich. Unter anderem wegen diesem Hündchen hier. Der wir vielleicht Speicherpunkt warten sollen, bis eine Magie aufgefüllt ist. Aber hier haben wir auch eine Kugel. Die erledigt das Übrige. Hätte ich vielleicht machen sollen, nachdem ich das hier. Egal. Jetzt ziehen wir weiter durch die Hölle. Ich glaube, hier unten gibt es auch noch ein Secret. Ich weiß. Oder geheimen Weg. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Ach, das sind die Viecher. Ja. Dagegen habe ich hier keine Chance. Warum kämpfe ich überhaupt dagegen? Gehen eh wieder auf, nachdem ich so was gemacht habe. Hi, Hundi. Hi, Hundi. Jungs! Nervt! Ich weiß, ich könnte sie töten. Ich weiß es! Hallo, Vater. Ja, nur ein größeres Schwert ging nicht, oder was? Unglaublich. Ah. Na gut. Ihr geht ja mittlerweile. Und trotzdem seid ihr nervig. Na gut, ohne Schild wär's. Sag mal. Ohne Schild hätten wir hier auch einige Probleme. Wobei, na gut, es liegt eigentlich eher an meiner Spielweise. Ich habe keine Geduld für das ganze Larifari hier. Zu warten und so weiter. Es fehlt mir die Geduld. Bin ich aber auch ganz ehrlich. Aber die mir ja von euch schon länger zu wissen das. Vielleicht ein Grund, warum ich Mario noch nicht gespielt habe. Oder Mega Man. Würde ich alles gerne spielen, aber ich habe keine Geduld. Kommt vielleicht irgendwann mal, ja. Aber erstmal liegen meine Prioritäten noch woanders. Spielen. Ah, Horrorhund. Hallo, lass mich. Ich denke, dass der Part eigentlich schon lange rum ist. Ja, ihr macht mir auch keine Angst mehr.
Ja, dann stehen wir auch mal. Ja, gut, okay. Er ist nicht aufgestanden, er hat sich nur wieder. Also einmal auf die Seite. Hier in der Hölle fühlt sich Kane auf jeden Fall deutlich wohler. Oh, lo. Der kriegt auch deutlich mehr mit solchen. Na gut, wahrscheinlich, weil man hier auch von ausgeht, dass man die ganze Zeit hoch. Ich habe da so einen Magier übersehen. Totenbeschwörer. Weil man wahrscheinlich von ausgeht, dass man hier viel mit dem Hi. Viel mit dem Schild hier rumläuft. Ja. Haben wir es bald? Was für eine Frage. Hey, Victor! Gott, echt, wir erwischen ihn nicht. Ja, du kannst mich nicht treffen. Du kannst deine komischen Restviecher zurücknehmen. Freue mich. Okay, was habe ich jetzt übersehen? Das hier habe ich übersehen. Logisch. Irgendwas musste ich hier übersehen. Also ich glaube zumindest, dass es hier irgendwo einen geheimen Weg gab. Ich will jetzt nichts beschreien. Ich will jetzt nicht irgendwas sagen, was es dann vielleicht doch nicht gab. Weil ich meine mich zu entsinnen. Gelesen hatte, ja. Also dass es hier noch einen geheimen Weg gibt. Den ich selbst aber auch noch nie gefunden habe. Aber ich lasse mich auch hierbei gerne eines Besseren belehren. Falls ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Würde ich mich sowas freuen. Hey, Victor! Die lila der Flitzpiepe zaubert sie einfach von Ecke zu Ecke. Das ist mir schon endgültig erledigt habe. Ja, und da sitzen dann die ganzen Flitzpiepen. Ach Gott, da hab ich keinen Bock drauf. Nein. Ach ja, so einfach kann man die Leute loswerden. Aus. Der Part hat Überlänge. Aber ich meine, dass man das hier auch alles verpassen kann. Also man muss sich die Sachen tatsächlich nicht holen. Aber ich will mir auch die, ich glaube, letzte Rüstung im Spiel ist es. Holen. Man sehe auch, dass unsere Gesundheitsliste fast komplett ist. Magieleiste noch nicht. Aber wir haben auch ein, zwei Sachen, glaube ich, verpasst. Von den magischen Steinchen. Aber nicht. Essentiell wichtig. Ah. Hi, Shrek. Noch nicht. Doch nicht.
Auch nicht. Oh Gott, wie ich anschaue, wir gucken noch auf 13 Minuten. Ah ne, wir sind unten in der Hölle angekommen. Weiter runter geht's, glaube ich, nicht. Ah, hier ist noch ein Magiesymbol. Kriegen wir also doch mal ein bisschen was. Letzte Dunkelheit nehmen wir auch nochmal mit. Also wie das hier, das hier. Ah. So, erinnert ihr euch noch an die Anfangssequenz? Das hier. Horlick. Beziehungsweise das, was noch von ihm übrig ist. Das, wir sind jetzt da, wo der Totenbeschwörer Malek in seine Rüstung verbannt hat. Und Malek hockt hier immer noch quicklebendig, würde ich sagen. Diese Rüstung entstand in der düstersten aller Geistschmieden. Als Material diente die Agonie der gequälten Seelen. Das Metall ist nur teilweise menschlichen Ursprungs, weshalb es zwischen irdischen und ätherischen Zuständen schwankt. Ja, ist die Geistrüstung. Finde ich an sich besonders sinnvoll. Weil sie sich halt, glaube ich, der... sag mal schnell, der Geistenergie bedient. Wenn man, glaube ich, Schläge kassiert. Hier sind noch beide Härchen. Was gehen wir hier rein? Und hier sehen wir Malek Borador. Über mir ist die Vergangenheit in Buntglas verewigt. Ich habe aber das Gefühl, dass wir dann direkt in den Bosskampf kommen. Deswegen gehe ich jetzt zurück und werde speichern. Und den Bosskampf machen wir einfach beim... Also, dahin. Ciao.